Grüß euch, freut mich, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ich bin die Christina und oh mein Gott, es hat sich ja schon wieder jede Menge getan seit meinem letzten Video. Als allererstes, bevor ich jetzt irgendwas zum Thema Hasen startet, möchte ich mal ganz herzlich bei euch für das tolle, tolle Feedback zu meinem Merch-Release bedanken. Es hat, ja, es ist einfach voll cool, wenn man merkt, dass euch die Sachen gefallen und mittlerweile auch schon die ersten Fotos kriegt, wo einfach Zuschauer mein Merch anhaben und das ist, ja, gefällt mir selber extrem gut. Wenn du das Video zum Merch-Release noch nicht gesehen hast, verlinke ich dir das oben, da kannst du dann gleich mal drauf schauen. Ich habe selber gerade wieder ein Label von mir an mit dem Hashtag Colorful und wenn du selber ein Label von mir hast, dann bitte nicht vergessen beim Gewinnspiel mitzumachen, also poste einen Beitrag auf Instagram und verlinke mich unbedingt dabei, das ist ganz wichtig. Und dann nimmst du am Gewinnspiel teil, wo ich ein Überraschungspaket im Wert von 30 Euro verlose. Und jeder Beitrag zählt, also du kannst da ganz oft mich verlinken. Das ist da ganz egal, das macht da jeder Beitrag mit. So, jetzt starten wir aber mit dem Thema Hasen. Ganz viele von euch haben sie auf Instagram schon mitgekriegt, ich habe zum Geburtstag zwei kleine Zwerge. Haserl, Kaninchen, geschenkt gekriegt. Ich habe mich mega, mega drüber gefreut. Ich habe ja seit ein paar Monaten, sage ich jetzt einmal, meine Hasen-Kaninchen-Liebe entdeckt. Vor allem durch meine Schwester, die selber drei entzückende Haserl hat. Und bei denen bin ich oft ja, stundenlang im Gehege drinnen gesessen und habe es gefüttert. Und ja, ich habe es einfach total beruhigend gefunden. Und tatsächlich hat mir dann meine Schwagerin zum Geburtstag diesen Wunsch erfüllt. Es sind also zwei kleine Haserl einzogen, die Cookie und der Karamell. Wir wissen leider, also ich weiß bis jetzt nicht, was das für Geschlechter sind. Deswegen ja, habe ich da relativ geschlechtsneutrale Namen genommen. Ja. Wir haben dann auch steuermäßig alles hergekriegt und so und ja. Ich war ehrlich gesagt ziemlich im Hasenhimmel, sage ich jetzt einmal. Bin jeden Tag zu einer gegangen, habe es gefüttert und habe es gestreichelt, habe es ausgenommen und sie sind in extrem kurzer Zeit voll, voll zutraulich geworden. Ja, und am Freitag der 13., komme ich dann auf einmal zum Hasengehege und Karamell liegt tot in ihrem Gehege drinnen. Für mich war das der absolute Schock, weil die Hasen sind, also ist vorher noch komplett normal umeinander gelaufen, total aktiv, haben total brav gefressen, also es ist überhaupt nichts gegeben und ja, auf einmal liegt er tot drinnen. Ich habe dann sofort mit meinem Tierarzt telefoniert und der hat eben den Verdacht geäußert, dass da ein Keim oder ein Bakterium schuld ist, was wahrscheinlich schon im Has, als in die Haserl drinnen war, wie ich es gekriegt habe. Und ja, dementsprechend habe ich mir gleich Medikamente geholt, die was ich jetzt im Cookie geben kann, damit wir den jetzt bestmöglichst vor diesem Keim schützen können. Und ja, dass wir den Cookie auf jeden Fall durchbringen, das war jetzt das große, große Ziel. Und ich hoffe auch, dass wir das schaffen, weil ja, ja. Es war halt, es ist, man fand die irrsinnig traurig, wenn der Cookie auch gehen erst hat. Ist natürlich ein bisschen kritischer, weil der Cookie noch relativ klar ist. Und ja, mir war es natürlich aber auch wichtig, weil er ist jetzt ganz allein in seinem Gehege, dass der nicht lange allein bleibt, weil Hasen halt einfach eine Gesellschaft brauchen. Jetzt waren wir bei einer Züchterin und haben wieder zwei etwas größere Hasen abgeholt. Und die haben wir bewusst größer gewählt, weil die einfach dann nicht mehr so empfindlich sind. Die werden jetzt momentan noch getrennt vom Cookie gehalten, also wir schauen, dass die keinen Kontakt haben, damit sie keiner irgendwie infizieren kann. Und ja, wir haben auch von der Züchterin extrem tolle Tipps gekriegt, wie man jetzt das mit dem Cookie am besten machen, wie man fütterungstechnisch unterstützen kann, dass er die Keime los wird und was wir jetzt ein bisschen machen sollen. Und sobald ich dann das Go vom Tierarzt habe, dass das alles passt,
und dass da keine Gefahr mehr von irgendwelche Keime ausgeht, kommt der Cookie dann auch zu den großen Hasen dazu. Sie bringen dann wieder einen eigenen, neuen, großen Stall, damit da jetzt keine Keime mehr im Steu oder so drinnen sein können. Und so werden wir das Ganze handhaben. Ich hoffe sehr, dass alles gut geht und dass es jetzt alles so funktioniert. Momentan, also kennst du den Cookie gar nichts an, der hupft jetzt umeinander und freut sich seines Lebens, da knabbert er hin. Er kriegt jetzt jeden Tag so eine kleine Spritze, wo so ein Mittel drin ist, das was mir im Mund einspritzt. Das haben wir bis jetzt einmal gegeben und einmal machen wir es jetzt dann gleich noch. Und das hat bis jetzt ganz gut funktioniert, also es war nicht irgendein Problem, dass er das wieder ausgespuckt hat. Und ja, hoffen also, dass alles so klappt. Und ihr werdet auf jeden Fall auf dem Laufenden kommen. Am besten schaut es da euch bei Instagram vorbei. Da kriegt ihr alles ein bisschen mit und euer auch alles am Zeitnasen. Aber natürlich werde ich wahrscheinlich auch, wenn wir aus der kritischen Phase überall heraus sind oder so, auch auf YouTube nochmal was sagen. Gut, das war jetzt so mein Update. Ich hoffe, euch haben solche Sachen auch mal gefallen. Ihr habt ja auch im letzten Video mit den Katzen abgestimmt, dass euch generell so Videos mit anderen Tieren auch ganz interessieren. Und ich muss sagen, es macht mir auch so irrsinnig viel Spaß, weil die Pferde zwar ein großer Teil von meinem Leben sind, aber eben nicht das mein Ganzes, weil ich eben auch generell sehr tierlieb bin und halt einfach auch ganz viel auch mit anderen Viechern mache. Gut, das war's jetzt mit meinem Video. Ich verlinke euch da jetzt noch ein weiteres. Es würde mich voll freuen, wenn es mir einen Daumen nach oben gibt und mich vielleicht sogar abonniert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und nicht vergessen, ganz viel Daumen drücken. Ciao!